An der Wall Street ging es in den letzten Tagen ein wenig nach oben. Das täuscht aber nicht darüber hinweg, dass wir natürlich inmitten einer Finanzkrise stecken. In dieser Krise ist Nouriel Roubini einer der wichtigsten 50 Männer, sagen Experten. Einer der Männer, die uns durch diese Krise hindurchführen können. Und von Roubini Global Economics steht jetzt wieder wie jeden Freitag Sandra Navidi bei mir hier auf dem Parkett. Frau Navidi, in den letzten Tagen gab es eine schöne Rallye hier auf dem Parkett. Sehen Sie das etwa als einen Beginn eines Aufwärtstrends? Nein, leider nicht. Also wir denken, das war nur ein kurzfristiges Aufbegehren an der Börse. Das ist auch ganz typisch bei einer Marktlage wie der gegenwärtigen. Das sieht man häufiger. Das kann auch noch ein paar Mal passieren. Das kann auch durchaus länger anhalten. Aber die Marktaussichten sind so schlecht in den USA. Wir haben schon vor 6 Monaten circa gesagt, dass wenn die magische Grenze von 7.000 durchbrochen wird am Dow Jones, dann ist mit einem weiteren Herabsinken zu rechnen, möglicherweise auf 6.000, vielleicht sogar 5.000 Punkte. Und weiter, es gibt eigentlich keine Grenze. Und so scheint es im Moment auch zu sein. Und in Deutschland sind die Daten auch nicht wesentlich besser im 4. Quartal. Wenn man dort die Daten hochrechnet, also von 2008, dann ist die Wirtschaftsleistung um 8% gesunken. Und das sind natürlich auch weiterhin schlechte Aussichten. Grund zum Optimismus sehen wir noch nicht. Soweit mal zu Amerika und zu Deutschland. Welche Rolle spielen in dieser ganzen Diskussion die Schwellenländer? Die Schwellenländer spielen eine nicht zu unterschätzende Rolle, insbesondere für Deutschland. Deutschland ist zwar die größte und stärkste Marktwirtschaft in Europa, aber sie ist leider zu einem sehr großen Anteil exportabhängig. Und der Export hat schon gelitten unter der Schwäche der PIGS. Das sind Portugal, Italien, Griechenland und Spanien. Auch netter der Club Med genannt, aber die Ostblockländer zum Beispiel oder die Schwellenländer in Asien und auch in Südamerika stellen einen Absatzmarkt dar, der, wenn es diesen Ländern schlechter geht, für Deutschland eben auch nicht mehr so zur Verfügung steht. Hier in Amerika steht ja natürlich die Bankenbranche weiter im Mittelpunkt. Sehen Sie denn da Besserung? Nein, ganz im Gegenteil. Also wir haben Anfang des Jahres eine Studie erstellt, die besagt, dass wir mit weiteren Verlusten, also mit insgesamt Verlusten im Jahr 2009 in Höhe von 3,6 Billionen Dollar rechnen. Die US-Regierung hat sich verpflichtet insgesamt für 9 Billionen Dollar. Das umfasst Investitionen, Kredite, Garantien und sie hat bis jetzt 2 Billionen gezahlt. Und die Debatte um die Verstaatlichung hat sich mehr oder weniger auch erledigt, denn das ist nur eine Frage der Definition. Es ist vielleicht noch nicht juristisch und auch noch nicht vollständig passiert, aber die amerikanische Regierung hält mittlerweile 80% an AIG, 36%+ an Citi und insofern sind die Aussichten hier nicht besonders gut. In Deutschland denken wir, dass der Bankensektor noch etwas solider ist als hier. Also hier sagen wir, er ist quasi insolvent. Lässt sich diese Krise dann überhaupt noch stoppen oder aufhalten? Dazu haben wir auch vor ein paar Monaten, wir beraten ja über 60 Zentralbanken weltweit und auch mehrere Regierungen und wir haben schon vor Monaten angeraten vor einem raschen, unverzüglichen, drastischen Handeln auf verschiedenen Ebenen. Das würde wahrscheinlich hier zu weit führen, aber im Rahmen der Geldpolitik, der Finanzpolitik, auch dass die Banken übernommen werden, saniert werden und schnell wieder an den Markt zurückveräußert werden. Auch der Schuldenerlass ist hierbei ein ganz wichtiges Thema. Sie müssen irgendwo einen Unterboden bilden, weil in Amerika gibt es so viele Schuldner, das können sie gar nicht auf einer Fallbasis lösen. Das würde sie wahrscheinlich hunderte von Jahren kosten, weil es so viele Millionen Schuldner gibt. Und solche Sachen, das müsste also auf einmal erlassen werden. Also wir haben einen ganzen Maßnahmenkatalog, aber das muss auch im Einklang mit verschiedenen Regierungen gemacht werden und eben sehr schnell. Gut, soweit Sandra Navidi von Roubini Global Economics. Vielen Dank, Frau Navidi, für Ihre Zeit. Danke. Und damit zurück nach Köln.